Tja, hier ist ja keine Leiter. Da muss Electric Dave halt mal klettern, ne? So ein Balkonkraftwerk, wie wir es hier auf dem Dach sehen, spart im Jahr ungefähr 500 Kilogramm CO2 ein. Um einen Vergleich zu haben, das ist so viel wie ein Baum innerhalb von 20 Jahren einspart. Wenn es einer von euch irgendwoher bestellt, ich liefere es persönlich aus. Das verspreche ich euch. Oh Gott, ich sehe es kommen. Wien oder so wieder. Ah, Leipzig. Na gut, egal. Ich mache das, ich komme. Electric Dave. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und ich freue mich, euch heute hier aus dem Ort Burkharz oder auch regional genannt Burgitz begrüßen zu können. Ja, neben mir steht der Florian Appel. Hallo Florian. Servus. Der Florian vertreibt Balkonkraftwerke und zwar schon seit? Seit einem guten Jahr ungefähr. Seit einem guten Jahr. Und ja, das läuft auch ziemlich gut in diesem Jahr wahrscheinlich, weil es ist ja gerade richtig aufkommend, das Thema. Genau, ja. So, und jetzt befinden wir uns aber hier in Burkharz, direkt vor dem Kindergarten von Burkharz. Und ja, hier am Boden liegt ein Balkonkraftwerk, ein sogenanntes, komplett Set, mit allem drum und dran, mit Wechselrichter, Halterung und Verkabelung und den Modulen. Und ja, was wird jetzt gemacht? Du kannst ja gerade mal erzählen, also wir haben jetzt hier ein Balkonkraftwerk, wir haben den Kindergarten, das soll natürlich da drauf, richtig? Genau, richtig. Und du möchtest das dem Kindergarten Burkharz stiften? Richtig, ja. So, wie ist es dazu gekommen? Das musst du mir jetzt mal erklären. Also ich habe hier in Burkharz eine Infoveranstaltung gemacht zum Thema Balkonkraftwerke und also ist es? Das ist halt laut, ist egal. Bin ich raus. Ja, nee. Wir sind hier auf dem Dorf, da kommt am Tour mal irgendein Gefährt vorbeigefahren, was lauter ist, aber das ist nicht schlimm. Also, du hast hier eine Infoveranstaltung gemacht in Burkharz? Genau, ich habe eine Infoveranstaltung gemacht in Burkharz, hier im Bürgerhaus, zum Thema Balkonkraftwerken. Das Bürgerhaus hier. Und der Sven Winkler, der Ortsvorsteher. Kommen gleich zu. Wir haben das zusammen organisiert. Und damit ich halt das Thema Balkonkraftwerke hier im Ort mal breit drehen konnte und letztendlich sind wir so verblieben, ich weiß nicht, kann ich das sagen? Ja, Sven, komm einfach dazu. So, das ist, hallo Sven. Schönen guten Morgen. Sven, der Ortsvorsteher von Burkharz. So, ja, dann, ihr habt euch da quasi so drauf geeinigt. Der Flo, der ist an uns herangetreten, dass er halt die Balkonkraftwerke vertreibt und hatte da ganz recht schnell die Überleitung von der NABU-Gruppe, wo wir hier sind und dass die Sache absolut sinnvoll ist. Und dann hat man nach einer Möglichkeit gesucht, wo man das machen, wie wir es abhalten. Und dann haben wir das über den Ortsbeirat abgehalten und im DGA. Und Flo wollte sich da aber auch erkenntlich zeigen. Und dann hatten wir erst über eine Spende nachgedacht für einen Kindergarten. Aber so eine finanzielle Spende, das ist eigentlich, das geht irgendwo unter. Da gibt es mal eine Stiege Mohrenköpfe oder Eis und dann ist das so rum. Und ja, dann haben wir erstmal die Infoveranstaltung abgehalten, die auch sehr, sehr, sehr gut besucht war. Das Interesse ist daran, hat man dann doch gesehen, sehr, sehr groß. Und erst im Anschluss sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir ein Balkonkraftwerk für einen Kindergarten komplett vom Flo gespendet wird. Das ist natürlich eine coole Sache, vor allem es ist ja was Nachhaltiges. Deine Spende läuft ja dann quasi weiter. Solange wie das Balkonkraftwerk auf dem Dach liegt, produziert die Sonne Strom. Richtig. Und ist dann quasi eine dauerhafte Spende für den Kindergarten, wenn man es so betrachten möchte. Also eigentlich eine sehr, sehr nachhaltige Idee, finde ich. Also super. Ja, vor allem, weil du ja auch die junge Generation jetzt schon gleich mit dran nehmen kannst. Ja. Wir haben mit der Simone, mit der Kindergärtnerin, schon darüber gesprochen, auch, dass sie das halt im Tagesablauf mit integrieren werden, dass sie öfters einmal nachschauen, was bringt es jetzt überhaupt oder was funktioniert da. Und du hast halt auch gesehen, wie präsent das Thema jetzt ist bei der ganzen Planung, bei der ganzen Absprache. Klar, du hast jetzt, es wird gespendet, das Balkonkraftwerk vom Flo. Wir machen das beim Kindergarten aufs Dach. Aber da kommt ja dann die nächste
Aufgabe, die gelöst werden muss. Wir sind ja gerne der Eigentümer von dem DGH, vom Kindergarten. Ja klar, das gehört und, ja der Stadt wahrscheinlich. Das ist städtisches Gebäude und da gab es dann einen Anruf beim Benjamin Göbel vom Bauamt, mit dem haben wir dann Verbindung aufgenommen. Und dann kommt da schon der nächste ins Bild, würde ich sagen, oder? Da war das aber auch dann eine relativ kurze Geschichte einfach. Daran merkst du, wie wichtig und wie präsent das Thema mittlerweile auch überall angekommen ist. Hallo Benjamin, genau. Du bist von der Stadt Schotten. Jawohl. Vom Bauamt jetzt genau, quasi. Architekt und der Stadt Schotten, im Hochbauamt. Ah, wunderbar. Hoch, passt ja, ne? Nee, und du wurdest dann quasi angesprochen vom Sven. Genau. Ob das möglich ist, ob man hier auf das Kindergartendach ein Balkonkraftwerk setzen kann. Genau, genau. Das war für uns eigentlich eine klare Sache, weil das Schöne ist ja, zu der Zeit, wo der Strom verbraucht wird, wird er halt auch produziert. Das heißt, ja, wir senken da irgendwo unseren Verbrauch und können da ein bisschen was für die Umwelt tun. Und die Technik ist ja auch sehr interessant und deswegen ist das für uns eine gute Sache. Das stimmt. Der Kindergarten ist ja nachts nicht in Betrieb. Genau. Das heißt, da nachts sind dann kaum Stromkosten, genau, die anfallen, vielleicht ein Kühlschrank oder sowas. Ne? Ja. Und tagsüber, immer wenn er offen hat und die Sonne dann scheint, genau, ist es perfekt. Optimal. Dann hat man die Entlastung, geht es direkt in den Verbrauch rein und gar nicht groß viel im Netz verloren. Genau. Das ist okay, der Sinn der Sache. Super Sache, weil man hat ja jetzt beim Balkonkraftwerk keine Intention, Einspeisevergütung zu erzielen, sondern man möchte einfach den Eigenverbrauch senken. Genau. Und daher war dann halt auch, wie gesagt, die Absprache, die war ja sehr kurz und knapp. Wir machen da keine großen Sachen mehr draus. Das geht also unkompliziert. Genau, unser Bauhof hat ein ganz schnelles Gerüst gestellt, hat dann noch eine Steckdose gesetzt, dass man direkt einspeisen kann. Die Steckdose ist unten unterm Dach. Ah, okay. Das ging alles die Woche ratzfatz über die Bühne und deswegen haben wir dann gesagt, passt das. Prima. Das freut mich, dass das auch so unkompliziert funktionieren kann, weil ich glaube, manche Städte sind auch dann vielleicht überfordert, weil sie die Anfrage nicht so richtig kennen oder bearbeiten können. Mittlerweile dürfte es ja schon recht häufig vorkommen. Ja, klar. Aber ja, sehr schön. Gut, dann haben wir ja quasi hier das Trio, die dafür gesorgt haben, dass der Kindergarten demnächst weniger Strom verbraucht hier in Burgharz. Oder Burgitz. Burgitz. Wir sagen hier in Burgitz. Burgitz, genau. Ich weiß ja, ich habe es ja in der Einleitung erwähnt. Ne? Und ja, der Florian Appel, der hier aus dem Nachbarort kommt, aus Kaulstoß oder auch Kelstes. Genau, ja, gesagt. Ich wohne ja auch nur drei Orte weiter eigentlich. Ist ja wirklich mein Heimspiel hier. Und du verkaufst die Dinger nur regional oder verschickst du die auch? Momentan nur regional. Also quasi über die Mundpropaganda, Anzeigen etc. so in der Region. Genau. Und die Leute sind da echt wahrscheinlich auch sehr interessiert dran. Ja, genau. Also das läuft sehr gut. Anfrage ist riesig. Wie gesagt, ich bin ein Jahr, seit einem Jahr mache ich das jetzt ungefähr. Mhm. Und es sind schon ungefähr 100 Balkonkraftwerke unter die Leute gekommen, die wir hier in der Region installiert haben. Du machst das ja auch quasi als Nebentätigkeit, ne? Genau. Zum Hauptberuf. Also genau, ist schon echt ordentlich, was du dann auch dann insgesamt für die ganze Energiewende auch tust. Ne? Genau. Je mehr erneuerbare Energien installiert wird, desto günstiger wird diese Technologie. Also die Herstellung der PV-Module zum Beispiel durch die Skalierung wird immer günstiger. Ja. Und die komplette Gesellschaft profitiert dann dadurch. Ein Beispiel, zum Beispiel in Portugal, sehr sonnenreiches Land, ist es heute schon möglich, für die Kilowattstunde zwischen 1 bis 2 Cent herzustellen. Zu erzeugen. Deutschland, nehmt euch ein Beispiel. Ja, das ist super und vor allem, wie du es gerade auch sagst, dass man halt einfach Zugriff zu so einer Technologie bekommt, weil eine PV-Anlage fürs Dach, eine große, die ist ja teilweise 10.000 bis 22.000 oder mehr Euro, das kann sich nicht jeder leisten, gerade wenn man neu gebaut hat etc. oder auch beim Altbau. Mit so einem Balkonkraftwerk hat man einen super Einstieg. Genau, man lernt die Technologie kennen. Ja. Ist jetzt von den Kosten auch nicht so, dass man sich aus dem Fenster lehnen muss. Bekommt ein Gefühl, was kann diese Anlage, was kann sie vielleicht auch nicht. Wie resistent ist sie. Und der nächste Schritt ist wahrscheinlich dann bei vielen eine größere PV-Anlage. Also ich kenne einige, ist klar, die mit einem kleinen Balkonkraftwerk angefangen haben. Das fixt an. Genau, das macht süchtig. Ich weiß, allein diese Anzeige zu sehen, oh, da oben kommt ja kostenlos Strom her. Wieso kaufe ich den überhaupt noch? Ne? Dieser Gedankengang, also sowas zu sehen und zu haben, das verändert die Leute. Und ich würde sagen, wir würden auch jetzt gleich mal zu dem Kraftwerk rübergehen und du zeigst einfach mal, woraus dieses Set besteht. Genau. Das ist quasi das komplette Set. Dann erklär mal, woraus das jetzt hier besteht. Genau, also ich erkläre erstmal die mechanische Seite. Mhm.
Also wie wir es jetzt auf dem Dach installieren. Wir haben da vorne die beiden PV-Module, monokristalline. Und hier sieht man das, das Dachprofil mit den Dachhaken, Edelstahlhaken. Wir haben ja auf dem Dach quasi, wir benötigen drei Sparren. Einer hier und einer rechts. Und auf diesen drei Sparren wird quasi der Dachhaken gesetzt. Der wird hier mit diesen beiden Tellerkopfschrauben an, am Dachhaken festgeschraubt. Oben eine Schiene und unten eine Schiene. Und die, wenn wir die, die sechs Dachhaken in Summe gesetzt haben, dann wird das Aluprofil hier mit diesem Profilverbinder verbunden. Und dann wird das geklemmt quasi mit diesen Klemmen? Ja, also zuerst wird dann quasi das Aluprofil wird dann hier so reingesteckt und hier mit dem Dachhaken verbunden. Ja. Hierbei ist darauf zu achten, dass ich diese Hammerkopfschraube, diese Schraube heißt Hammerkopfschraube. Ja. Okay. Die kann sich in eine Richtung drehen, richtig? Genau, die verklemmt sich dann. Ja. Und wird dann, wie gesagt, hier auf den, auf den Dachhaken gesetzt. Und dann hat man quasi so, das guckt ja aus dem Ziegel raus quasi. Genau. Da hat man so 5-6 cm in etwa so bis zum Modul oder so vielleicht, oder? Also wir haben dann hier die, die Aluschiene. Da kommt das Modul drauf. Das Modul wird dann hier auf die Aluschiene gesetzt. Okay, ja. Also es ist Zirkulation da für Wasser, Luft und so. Genau. Das ist bisschen die PV-Module werden hinterlüftet. Ja, das ist wichtig. Halten sich nicht so stark auf dadurch. Mhm. Und hier mit diesen Endklemmen wird dann, werden dann die PV-Module geklemmt. Wenn die dann seitlich geklemmt quasi. Genau. Also quasi, wir haben quasi hier dagegen. Ja, genau. Okay. Ungefähr. Da sitzen die dann drauf. Ja, genau. So. Dann haben wir vier Endklemmen, also zwei links, ganz links, zwei ganz rechts und zwei Mittelklemmen. Das sind dann die Mittelklemmen, die dann das eine Modul mit dem anderen verbinden. Genau, in der Mitte ist der Spalter. Genau. Okay, super. Wie viel Watt hat so ein Modul hier? Ein Modul hat hier in dem Fall 420 Watt. Also wir kommen dann auf 840 Watt. Peak. Watt Peak, genau. Und welche Maße hat das in etwa? Ich würde sagen 1,10 Meter, so. Ja, genau. Also die Breite ist 1,15 Meter, die Höhe ist 1,80 Meter und die Tiefe ist 30 mm. Ja, ziemlich flach sind sie, sehe ich schon. Der Alurahmen ist nicht besonders dick. Genau. So, dann haben wir hier, ich wechsle mal nach vorne, die genau, hier haben wir die elektrische Komponenten. Das ist ja so, wenn die Sonne auf die PV-Module strahlen, dann wird in erster Linie Gleichstrom erzeugt. Und dieser Gleichstrom muss in Wechselstrom umgewandelt werden, weil wir ja in den Häusern Wechselstrom haben. Und die Aufgabe, den Gleichstrom von den PV-Modulen in Wechselstrom umzuwandeln, macht dieser sogenannte Mikrowechselrichter. Mhm. Der Mikrowechselrichter hat zwei Eingänge. Einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Jeweils für die Module dann. Genau. Also pro Modul ist auf der Rückseite ein Plus- und ein Minuskabel, gleichstromseitig. Das eine Modul wird hier angeschlossen, das zweite Modul wird auf dieser Seite angeschlossen, Plus und Minus. Und der Gleichstrom, der dann hier im Wechselrichter landet, wird dann umgewandelt in Wechselstrom. Und hier habe ich dann quasi den Wechselstrom anliegen, damit ich dann dieses Kabel hier verbinde. Und mit dem Schokostecker auf eine Einspeisesteckdose gehe und dort dann der Wechselstrom, den ich selbst erzeuge, im Hausnetz eingespeist wird. Das ist dann reine Physik. Der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Genau, wenn im Haus gebraucht wird, läuft es direkt darin. Genau, wird er direkt im Haus verbraucht und verdrängt quasi den Strom aus dem Stromnetz. Aus dem Hausnetz raus. Ja. Das hier sind einfach nur Verlängerungskabel dann quasi für die Module. Genau. Je nachdem, wo der Wechselrichter dann sitzt. Das sind jeweils vier MC4-Stecker oder MC4-Kabel.
Damit verlängern wir das Kabel auf der Rückseite von den PV-Modulen, um den Mikrowechselrichter unter dem Dach zu positionieren. Der, also wird nicht auf die Rückseite von den PV-Modulen. Ach, der kommt unter die Ziegel quasi? Der kommt unter die Ziegel. Ah, da ist auch gut gekühlt. Genau, da ist er besser gekühlt. Mhm. Wenn mal was dran wäre, käme er leichter dran, könnte das Gerät tauschen. Ja, okay, sehr gut. Und ja. Dann eine kurze Frage für mich jetzt. Hat er also zwei Strings? Das heißt, wenn der hat zwei MPP-Träger, der hat zwei Strings. Stück. Das heißt, wenn ein Modul im Schatten wäre, hätte das keinen Einfluss auf das andere Modul. Ja, genau. Sehr genau. Gut. Das ist eigentlich super. Ansonsten haben die ja trotzdem auch Bypass-Dioden, dass die, wenn sie Teilverschattung bekommen, gut, wenn jetzt ein Vogel drauf sitzt oder so. Ja, dann weniger. Aber gut, okay. Dann haben wir hier noch die eine smarte Steckdose. Ganz wichtig. Die wird quasi zwischen dem Hausanschluss, der Hausanschlusssteckdose gesetzt und dem Schokostecker. Und hierüber habe ich dann später die Möglichkeit, die Energieerzeugung, die die Balkonkraftwerke erzeugen, zu detektieren. Also ein Monitoring. Also mit einer App kannst du dann darauf zugreifen, auf diese Steckdose, und kannst dann sehen, wie viel Watt gerade vom Himmel kommen. Genau, über und die App. Und dann halt auch wahrscheinlich protokollieren, wie viel am Tag, wie viel im Monat, Jahr oder so. Genau, man sieht das dann täglich und wie du sagst, monatlich und jährlich. Sehr cool. Gut. Dann ich frage jetzt einfach mal, was kostet so ein ganzes Set? Also das Set, wie man es hier sieht, das ist eine 600 Watt Balkonkraftwerksanlage, kostet preislich ungefähr 750 Euro mit Halterung. Das ist echt mittlerweile echt günstig durch diese staatliche Unterstützung der Mehrwertsteuer. Genau, die Mehrwertsteuer ist auf 0% gesenkt. Das ist echt gut. Auf Balkon, also auf PV-Anlagen unter 30 Kilowatt Peak. Und Balkonkraftwerke fallen darunter. Sehr cool. Dann wäre jetzt noch interessant herauszufinden oder zu erfahren, wie viel Strom denn damit gewonnen werden kann oder halt was für einen Vorteil es bringt. Ich würde sagen, da gehe ich mal zum Benjamin hier von der Stadt. Du kennst ja den Verbrauch des Gebäudes wahrscheinlich so im Jahr. Also wir brauchen ungefähr 1800 Kilowattstunden im Jahr. Ist hier die Besonderheit, der Kindergarten wird, also es ist wirklich ein Kindergarten, keine Kindertagesstätte, ist nur einen halben Tag offen. Ah, okay. Dadurch ist der Verbrauch natürlich geringer. Und erhoffen uns ungefähr eine Senkung des Stromverbrauchs um ein Drittel, also dass wir dann ungefähr so auf 1200 Kilowattstunden im Jahr kommen. Quasi 500 Kilowattstunden im Jahr an Erzeugung. Das wäre super, ja. Die quasi auch direkt verbraucht werden, weil es ja tagsüber dann wäre. Genau, das wäre super. Das klingt schon mal nach richtig viel eigentlich. Ja, ja, klar. Wahnsinn, wie einfach das dann doch geht. Wir werden ja dann sehen, ich kann ja gerne mal in einem Jahr oder so einfach mal ein Feedback machen. Ja, genau. Wir treffen uns in einem Jahr wieder hier dadurch und testen das. Dass wir hier dieses Gerät haben zur Kontrolle. Können wir das quasi protokollieren? Können wir direkt, Das ist bestimmt spannend, wenn wir dann in einem Jahr wieder treffen und sagen, hier, wir haben das Ziel quasi erreicht, annähernd erreicht oder so. Wir leben ja hier im Vogelsberg. Es ist ja ein bisschen nebliger. Ja. Ne? In meinem Ort vielleicht mehr als in dem hier. Ja. Aber gut. Trotzdem, die Sonne scheint und auch jetzt seit Tagen, Wochen eigentlich schon, richtig viel. Man sieht es ja auch, deswegen ist die Dachfläche ist ja ganz gut ausgerichtet. Man sieht es ja auch, dass wir stehen ja jetzt vor ungefähr einer Stunde, haben wir uns getroffen. Ja. Und da war diese Dachfläche schon komplett besonnt. Deswegen. Also das heißt, dass wir ziemlich schnell auch morgens dann einen guten Ertrag haben. Das ist super. Dann würde ich ja fast sagen, die liegen schon in der Sonne, aber können nichts erzeugen. Deswegen müssen wir ran. Wir müssen ran, wir müssen die aufs Dach schaffen. Ne? Alles super. Klar. Gut, dann schaffen wir die aufs Dach. Dafür haben wir auch noch mal Hilfe. Wir haben hier einen Dachdecker vom Fach, der wird das zusammen mit dem Florian jetzt da hochschaffen und installieren. Und wir begleiten das und gucken einfach mal, wie die das so machen. So Florian, wir machen jetzt, also ihr macht jetzt hier den ersten Step. Genau. Wir werden jetzt im ersten Schritt die Aluprofile auf dem Dach schrauben. Ja. Im zweiten Schritt werden wir die PV-Module auf die Aluprofile legen und im dritten Schritt das elektrisch verkabeln. Alles klar. Das heißt, ihr geht jetzt aufs Dach und macht die Haken an die Sparren. Ein bisschen die Ziegel abmachen und... Ziegel abmachen und ausschneiden. Okay, ich gucke mir das dann mal so aus der Nähe an. Ja. Florian, du bist schon oben, sehe ich. Servus. So, um das besser zu filmen, muss ich wahrscheinlich auch hoch. Das
So, dein Mikrofon ist ja noch an. Also, Florian. Ich setze dann quasi an diese Stelle, so, also recht weit oben macht ihr die? Ja, genau. Module. Ziemlich weit oben, damit wir von der maximalen Sonnenertrag dann auch haben. Wir schauen jetzt gerade, wo die Sparren verlaufen. Sieht man hier ganz gut an der Dachkennel. Also hier geht ein Sparren hoch, hier geht einer hoch und da. Und machen jetzt quasi die ersten Vorbereitungen, um hier die Dachhaken zu setzen. Alles klar. Wir haben jetzt hier den Dachhaken, den wollen wir setzen und hier haben wir eine Abtropfkante, die ist im Weg und deswegen zeichne ich das jetzt hier an, wo später der Dachhaken sitzt und dieses Stück werden wir jetzt wegflexen. Okay, und dann ist da drunter der... Hier drunter ist der Sparren und hier ist eine Ladung. Ja, okay. Ja. Und das wird aber dann quasi hier drauf geschraubt? Genau, der Dachhaken, der wird hier auf die Latte geschraubt. Ja, okay. Da drunter ist der Sparren? Da drunter ist der Sparren. Die Schraube, die geht da durch die Latte durch und in den Sparren rein noch? Richtig. Also richtig fest? Genau. Das ist super. Ja. Gut, dann gehe ich mal aus der Schussbahn, glaube ich, weil ich stehe mich genau im Wind, also im Abwurf. Ja. Ich komme drüber. So, okay, alles klar. Kannst du dann lernen. Da hat es die Agro-Technologie auch wieder einfacher gemacht, wenn man am Dach arbeitet, oder? Auf jeden Fall. Weil vorher da ein Kabel legen, nervig. So, und jetzt passt das hier. Einwandfrei. So läuft das jetzt bei all diesen Öffnungen. Da wird überall diese Abtropfkante weggemacht und ich gehe jetzt mal wieder aus der Schussbahn hier. So, Florian, ich komme wieder hoch. Alles klar. Und zwar, du bist ja schon am Festschrauben hier. Genau. So, wir setzen uns mal auf den First. Also hocken. So, du bist jetzt hier quasi am... Ja, wir haben jetzt den Dachhaken gesetzt hier. Haben den Ziegel ausgeschnitten, damit der Ziegel hier glatt aufliegt. Und setzen jetzt die Aluschiene hier auf den Dachhaken drauf. Dazu muss jetzt quasi hier die Hammerkopfschraube eingefädelt werden. So, an dieser Stelle grüße ich einfach mal die Julia, meine Klassenkameradin, irgendwo da hinten, falls du das siehst. Grüße. So, ich hole mal einen Schlüssel. Das ist an drei Stellen, hast du jetzt festgeschraubt quasi? Ja, erstmal nur mit Hand. Und jetzt schraube ich die noch mit dem Schlüssel fest. Hast du die Mutter in Steckern? Ja. Ja, komme ich aber nur dran, wenn ich mich aufstelle. Moment. Ihr müsst ja sehen, wie ich hier stehe. Ne? Das ist ja hier frei. Da einmal. Danke dir.
Denn der Florian hat nämlich zwischendurch immer mal wieder Muttern fallen lassen, die dann nach unten gefallen sind. Knapp am Modul vorbei. Passiert den Besten. Und danke. Bist du öfter auf dem Dach? Ja, hin und wieder, ja. Durch die Balkonkraftwerke, ansonsten nicht. Okay. Installierst du auch? Ja, mit meinem Dachdecker und mit zwei anderen Dachdecker bin ich da in auch Gespräch. Mit ihm? Ja, genau. Ach ja, schön. Wir installieren in der Woche ungefähr 2 Balkonkraftwerke. Oh, das ist aber schon ein richtig guter Schnitt hier. Momentan. Ja, krass. Samstags, wenn es passt. Und unter der Woche abends dann nochmal. Verstehe. Ja, man sieht, da drüben wird auch fleißig auf dem Dach rumgelaufen. Das Wetter lockt die Äffchen alle nach oben. Ne? Bitte? Ach, ich rette mir selbst. Achso. Nicht dich. Sobald die untere Leiste dran ist und die Module hochkommen. Also der nächste Schritt dann. Ja, jetzt sind wir gerade mal hier unten und ich habe gerade mal den Benjamin geschnappt. Statt Schotten. Habt ihr denn noch mehr öffentliche Gebäude, wo ihr Balkonkraftwerke oder allgemein PV nutzt? Ja, also wir nutzen grundsätzlich eher die großen Anlagen. Ja. Wir versuchen natürlich, die Dachfläche möglichst zu nutzen. Mhm. Da haben wir natürlich mehr Potenzial für große Anlagen. Wir verbrauchen so gut es geht den Strom selbst. Also wir jetzt, ein schönes Beispiel ist das Schwimmbad. Das Schwimmbad hat sehr viel Technik. Ja. Große Pumpenanlagen, Filter und so weiter, die natürlich rund um die Uhr laufen. Und wir schon bei den Schotten, ja? Genau. Das Freibad, das große. Freibad, schön. Genau. Und die Technik muss ja auch gefüttert werden und die Technik wird dann unterstützt durch die PV-Anlage. Und wir verbrauchen den Strom selbst. Und selbst der Monteur von der OVAC hat gesagt, oh, so einen hohen Eigenanteil vom Verbrauch hat er noch nie gesehen. Ach, super. Also dadurch, dass die Anlage, die hat 10 Kilowatt Peak, die ist, ja, die schafft ungefähr ein Zehntel von dem, was das Gebäude verbraucht, schafft die wieder rein. Und gute Jahre haben wir so 12.000 Kilowattstunden, die wir da reinholen. Doch, das ist ordentlich. Schon, ja. Und der Eigenverbrauch ist bei nahezu 98%. Also alles, was es geht direkt rein. Macht, geht direkt rein. Weil immer was läuft. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, genau. Läuft auch alles. Und da geht es direkt rein. Und die Auslastung ist perfekt. Und genauso arbeiten wir dann weiter im Konzept auch für Wasserversorgung. Das heißt, die Pumpen, die da laufen, die Technik, die da betrieben wird, muss ja auch bei Hochbehältern oder so werden. Hochbehälter, Brunnen und städtische Anlagen haben wir auf, also die wir selbst betreiben, ja. Haben wir auf dem Verwaltungsgebäude, das ist ein sehr großes Gebäude, die haben noch den alten Einspeisevertrag von der OVAC, der Bauhof genauso, riesige Dachfläche, wobei da natürlich später, sagen wir mal, wenn irgendwo eine Einspeisungsvergütung sinkt, eher ja auch der Sinn da ist, zu sagen, Speicher, Eigenverbrauch. Ja, genau. Und dann, weil die Leute, die in der Stadtverwaltung arbeiten, verbrauchen natürlich den ganzen Tag Strom. Ja, klar. Und den können wir natürlich dann auch lieber selbst nutzen, als dass wir ihn dann einspeisen. Und gleichzeitig natürlich noch mit einer Speicheranlage für die Sachen, die in der Stadtverwaltung und im Bauhof das ganze Nacht laufen, wie für die Wasserversorgung, Serveranlagen, die irgendwo dann alles überwachen. Auch unsere eigenen Server, unsere eigene Infrastruktur dann natürlich damit zu versorgen. Sehr schön. Ja, so kann man das quasi sinnvoll auch als Behörde einsetzen. Ja, natürlich. Wir müssen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Richtig, weil ja als Endkunde oft so das Gefühl, hat die Behörde oder die großen Unternehmen, die Energieversorger, die wollen immer nur Steine in den Weg legen. Aber es ist dann schön auch mal zu hören jetzt von der Stadt, dass die da auch aktiv dran ist, ja, mit Eigenverbrauch. Ja, weil für uns natürlich sinnvoll ist, den Strom da zu verbrauchen, wo er halt anfällt, oder zu produzieren, zu verbrauchen, wo er anfällt, weil wir ja dann keine große Infrastruktur nutzen müssen, um Strom zu bekommen. Ja, das freut mich zu hören, dass auch die Behörden wirklich dann logisch rangehen an die Sache und das so nutzen. Ja, klar. Weil die Behörden hinken immer so ein bisschen hinterher. Ja, also ich sag mal, das ist bei uns im Kleinen, wir können es besser steuern. Je größer die Behörde ist, desto schwieriger ist es natürlich. Ja, hier auf dem Dorf, eine Stadt quasi, so ist halt nochmal anders. Wir können auch ganz anders die Sache handhaben, ja. Deswegen, also Schwimmbad in Schotten, sehr empfehlenswert. Kommt im Vogelsberg mal vorbei in Hessen. Ist echt ein schönes Schwimmbad. Und Schotten ist immer eine Reise wert. Genau, und über 90% Eigenverbrauch. 98%. 98% Eigenverbrauch vom PV-Strom, sehr schön. Ja. So soll das sein. Ja, danke schön für die Information.
So, Ziegel sind jetzt zu. Jetzt kann man das hier schon beischieben. Ich kann oben das dann hochheben. So, jetzt kam gerade eben neben mir dieser Flatschen vom Himmel. Hat mich zum Glück verfehlt und auch die anderen. Aber man lebt doch gefährlich hier oben, merke ich. Deswegen habe ich mich für weiße Klamotten heute entschieden. Jetzt hab ich's. Ja, jetzt schieben. Okay. Und hoch müssen wir noch. So, jetzt wird das Modul hier festgeschraubt. So, jetzt sind die auf der Seite schon mal in die Mitte geklemmt und die Außen werden auch noch festgeschraubt dann. Und dann sitzt das Modul doch eigentlich schon. Ich würde sagen, ich kann mich mal Richtung runter bewegen. So, das sieht schon nicht schlecht aus hier. Müsste man quasi dann, der nächste Schritt wäre dann so ein Minispeicher, so ein kleiner. So, dass nachts, falls da irgendwas läuft. Ja, klar. Ja. So ein Kühlschrank wird schon eine Bleibatterie reichen. Und gerade als der Florian die letzte Schraube festgezogen hat, um damit die Dachmontage abzuschließen, ist uns aufgefallen, dass wir hier getränketechnisch wirklich schwach versorgt sind. Somit die trockenste Baustelle, die man sich vorstellen kann. Aber dagegen hatten wir natürlich eine Maßnahme. Ja, und wie das hier auf dem Ort so üblich ist, wird jetzt scheinbar erstmal richtfest gefeiert. Es geht nebenan in die Gaststätte, denn da wollen die erstmal was Kühles trinken. Denn ich habe den Spruch eben gehört, es wäre die trockenste Baustelle, die sie je erlebt hätten. Ja, gut, dann gibt es jetzt erstmal eine Bierpause sozusagen. So, da sitzen wir alle. Ja, zum Wohl. Das von der Gott eigentlich die Zeitung. Auf die Sonne. Auch ein Gasthaus zur Birke. Burkhardt. Burgitz. Ich habe gesagt, 2000 Jahre später. So, wir haben es geschafft. Jetzt wird endlich weitergemacht. Ne? Ich kann den ganzen Tag hier drin sitzen und trinke und schwätze. Kammer, gell? Kammer. So, die Stadt Schotten reißt schon ab. An und wir klemmen jetzt noch die Module an, also den Wechselrichter quasi, ne? Von innen. So, der Florian hat jetzt eine Leiter mitgebracht, eine schöne Teleskopleiter, wunderbar. Das ist jetzt die Stelle hier, wo die Schraube durch, die Kabel durchkommen. Hier kommen jetzt die PV-Kabel von außen durch die Holzplatten durch. Auf kurzem Weg direkt daneben dran wird jetzt der Wechselrichter gesetzt. Einfach ans Holz geschraubt, an den Sparren hier. Dann die einzelnen Module mit den beiden Seiten des Wechselrichters verbunden.
blinkt schon. Ja, der versucht jetzt sich einzuwählen. Ja. Oh, andere Seite, andere, oh, noch, das andere Kabel. Das lange. Der versucht sich jetzt mit dem Netz zu synchronisieren. Mhm. Das kann er aber noch nicht, ja, klar, weil der Stecker hier noch nicht eingesteckt ist. Genau. Deswegen blinkt er rot. Was ist das für ein Wechselrichter? Heumalz. Heumalz. HM600. Okay. Ja. Und in dem Moment, wo wir das Kabel jetzt hier einstecken, immer, fängt er irgendwann an, grün zu blinken. Und dann leuchtet er durchgeht irgendwann, ne? Ja, der synchronisiert sich jetzt mit dem Stromnetz. Das dauert 10-15 Sekunden. Mhm. Und dann müsste er grün blinken. Und in dem Moment, wo er grün blinkt, speisen wir quasi Strom im Kindergarten ein. So, ah, perfekt. Da wird noch eine kleine Induktionsschleife verursacht. So sieht das jetzt aus von innen. Sorry. Da kommen die Kabel durch, gehen an den Wechselrichter und der Wechselrichter ist verbunden mit dem Stromnetz. Ganz simpel. Genau. Und hier kann er auch ja, nicht überhitzen. Hier drin ist die Temperatur ist echt okay. Jetzt blinkt der grün. Ja, genau. Das heißt, wir speisen jetzt Strom ins, in den Kindergarten ein. Kann man das jetzt, kannst du schon auf diese Dings zugreifen? Wie viel Watt gerade durchlaufen? Sonne müsste jetzt im guten Winkel sein eigentlich gerade. Gut, wir sind jetzt hier oben fertig. Dann wechsle ich nochmal von hinten gefilmt. Und ja, dann gehen wir mal runter. Wir haben verbunden schon mit dem Smartphone. Wir können unten dann gucken, wie viel Leistung gerade durchkommen. Und wir haben einen bewölkten Himmel. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, wir haben es jetzt hier verbunden. Wir können jetzt auslesen, wie viel wir haben. Und zwar steht hier bei Verbrauch, wir haben halt den Rückwärtsverbrauch, 596 Watt, 600 Watt, perfekt. 601, oh, jetzt sind wir schon über das Limit, über das Gesetzliche, ne? 607. Der kann ein bisschen mehr, wie er eigentlich darf. Ja, das ist ja wurscht. Nee, da sind ja noch Verluste dabei, ne? Aber über 600 Watt jetzt gerade, einfach so. Für den Kindergarten, die fließt natürlich jetzt ins Netz wahrscheinlich, geschenkt, ne? Ja. Die kriegt jetzt die OFAG geschenkt, die Oberhessische Versorgungsagentur heißt das? Wie heißen sie denn? Oberhessische Versorgungsagentur. Ja, irgend sowas. Ja. Ja, die kriegen das jetzt geschenkt, weil die jetzt keinen Verbraucher an ist. Macht mal schnell Licht an, Leute, macht Licht an. Ein bisschen Licht anmache. Wir brauchen alle Fernseher. Kaffeemaschine, Elektroheizung, alles anmache. Wir wollen nichts verschenken. Nee, wunderbar. Also es ist eine tolle Sache, das so zu sehen einfach. Ja. 608 Watt. Geil. Und das ist der Moment, wo man merkt, es hat sich doch gelohnt, oder? Wir stehen jetzt im Dunkeln, aber astreine Sache. So sieht es von außen aus jetzt, ohne Gerüst. Der Kindergarten in Burkhardt hat jetzt eine ja, Mini-PV-Anlage, ein Balkonkraftwerk. Ja, Florian. Stolz? Ja, sehr stolz. Wir haben über 600 Watt, 610, die quasi jetzt gerade vom Dach kommen. Und es hat auch echt einen guten Winkel, muss ich sagen. Also wirklich. Hat auch alles prima geklappt mit der Installation. Ohne Probleme. Wir haben super Hilfe gehabt hier. Super schöne tolles Team. Ja. Und die Frage bleibt, warum machen wir das Ganze? Und zwar geht es mir hierbei um die Bürgerenergiewende. Weil bei der Bürgerenergiewende ist es nämlich so, dass der Bürger, also du und ich, wir alle gemeinsam unsere Energie, die wir zum Leben brauchen, ein Stück weit selbst erzeugen, dezentral und genau dort, wo sie eben auch gebraucht wird. Und damit kann man halt sehr viel bewirken, weil wir wegkommen von einer fossilen, zentralen Energieversorgungssystem, was wegkommt zum Bürger hin und der ganze, also die vielen Bürger davon profitieren. Und dass die Bürger davon profitieren, sehen wir ja auch hier an diesem Beispiel. Wenn wir das Ganze nicht gemacht hätten, dann hätten wir heute auch auf den Kindergarten kein Balkonkraftwerk installieren können. Richtig. Und so ein Stück weit den Kindergarten auch ja, ein Drittel des Strombezugs senken können. Ich vergleiche es immer ganz gern mit, ja, mit der Entwicklung des Internets. Weil beim Internet war es ja zum Beispiel so, je mehr Leute Zugang zum Internet haben und damit
auf eine kostenlose Ressource von Wissen, desto größer kann die Gesellschaft davon profitieren. Und bei den erneuerbaren Energien ist es im Prinzip genauso. Je mehr Leute sich dafür entscheiden, erneuerbare Energien sich bei sich zu Hause zu installieren, desto günstiger wird es für den Einzelnen. Also kann ich nur jeden ermutigen, Teil der Bürgerenergiewende zu werden, da mitzumachen, weil man tut auch für den Klimaschutz besonders viel. So ein Balkonkraftwerk, wie wir es hier auf dem Dach sehen, spart im Jahr ungefähr 500 Kilogramm CO2 ein, um einen Vergleich zu haben. Das ist so viel wie ein Baum innerhalb von 20 Jahren einspart. Und auch für den Klimaschutz ist das ein enormer Hebel. Und man stärkt natürlich die Demokratie, weil wir unabhängiger werden von Autokraten, Diktatoren und uns ja ein Stück weit die Energie, die wir zum Leben brauchen, selber erzeugen. Und das ist eine geile Sache. Ja, auf jeden Fall. Die Kinder hier, die spielen hier auf dem Hof. Die sehen jetzt das Balkonkraftwerk und werden damit groß und können weitermachen, wo wir heute an dem Standpunkt sind. Ja, genau. Und ihr habt ja auch noch vor, eine Visualisierung irgendwie zu bauen, dass vielleicht ein Display ist, wo grafisch dargestellt wird, wie der Strom vom Dach kommt. Weil mit Zahlen können die im Kindergarten noch nicht so viel machen. Ne? Deswegen, vielleicht kriegt ihr da irgendwie eine schöne Animation oder so. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Sachen bestimmt. Und das würden wir noch gerne umsetzen. Da sind wir momentan noch in der Planung, wie man sowas umsetzen kann. Auch natürlich zu geringen Kosten. Natürlich. Ja. Aber wie gesagt, das war der Aufruf. Werdet Teil der Bürgerenergiewende. Holt euch einen PV, also ein Balkonkraftwerk, eine Mini-PV-Anlage. Damit seid ihr dann Teil und der Bürgerenergiewende. Richtig. Und das ist der erste Schritt und in die richtige Richtung. Genau. Sehr gut. Danke, Florian, dass du das hier möglich gemacht hast. Und auch danke an das gesamte Team, die heute hier waren. Und dass du das halt hier gespendet hast, ist eine super Sache, finde ich. Und das zeigt auch, ja, dass da richtig Engagement dahinter ist. Und ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal hier den Florian Appel mit seinem Webshop, deine Anzeigen quasi, ne? Wo du deine Module verkaufst, deine ganzen Kraftwerke, sehr ein komplettes Set mit Dachhalterung und allem drum und dran. Könnt ihr das kaufen? Und ich sag mal so, der Erste, der von euch Zuschauern beim Florian ein Modul bestellt, das liefere ich persönlich aus, weil er macht es ja eigentlich in der Region. Du lieferst auch selbst aus hier in der Region. Ja. Versand bisher noch nicht. Aber wenn es einer von euch irgendwoher bestellt, ich liefere es persönlich aus. Das verspreche ich euch. Oh Gott, ich sehe es kommen. Wien oder so wieder. Ah, Leipzig. Na gut, egal. Ich mache das, ich komme. Und in dem Sinne, schaut mal rein. Danke nochmal an die Stadt Schotten, an den Ort Burkhardt. Burkitz, muss ich richtig sagen, ne? An dich. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao. Ciao. Also ich vergleiche es immer ganz gern mit dem Internet, mit der Entwicklung des Internets. Das setzt sich nicht durch, das glaube ich nicht. Ja. Du das dir zutraust, kannst es gerne probieren, mal, erst einmal. Also ich habe gut Grip hier. Das reicht mir. Das reicht. Du kannst. Ach, das ist ja super. Ja, nee, alles gut. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass man auf Ziegel treten kann, so. Yeah. Weil meine Ziegel daheim, die waren, bevor ich das Blechdach drauf gemacht habe, furchtbar.